Jo Leute, hier ist aber da. Oh Gott, ihr wisst, was los ist. Ich weiß es auch und ärgere mich. So, weiter zurück hier. Wir waren im letzten Part, standen wir hier vor einer großen Herausforderung. Wir haben uns gefragt, wie zur Hölle soll das denn hier wie nun weitergehen? Ja, ich persönlich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ja, erstmal möchte ich mich entschuldigen dafür, dass so lange kein Zelda kam. Ich habe jetzt aber die letzten Tage wieder wenig Zeit gehabt, war wieder viel schulemäßig am Arbeiten und. Ja, jetzt habe ich hier wieder Zeit gefunden, da kommen wir mit einer Vogelscheuche hin, die haben wir nicht, die wollen wir auch gar nicht. Jetzt habe ich wieder Zeit, Leute. Alles geschrieben soweit, obwohl wollen wir nicht über nächste Woche reden, lassen wir das mal weg. Ja, was jetzt hier so richtig Sache ist, weiß ich nicht. Wir müssen irgendwie, verdammt nochmal, da hoch. Die Frage ist nur, wie kommt der TT-Gamer denn nur bitteschön da hoch? Und in dem Fall habe ich jetzt so selber wirklich nicht die rettende Ahnung. Nein, was macht der denn da? Ich wollte eigentlich meine Ocarina rausholen, ja. Was ich auch sagen wollte, ich guck das jetzt hier im Buch nach. Ich konnte das Lied ja mal, ne? Ihr wisst es genau. Ich konnte das Lied wirklich mal. Ja, die Zeit, wo ich das Lied jetzt konnte mit dem Elegie des leeren Dingens da, das ist auch schon wieder vorbei. Aber wofür gibt's denn Bücher, ne? Wir müssen ja auch zu irgendwas gut sein. Außer zum Lesen natürlich. Ja, machst du den Link mal bitte hier hin, tust ihn da hinten weg und dann gucken wir uns mal an, wo die Steine hingehen. Aha. Also die sind der Meinung, dass der Stein da oben jetzt irgendwie nützen würde. Nun gut, da sind die der Meinung. Was ist denn, wenn wir hier drauf springen? Naja, natürlich, jetzt ist er da weg, das ist klar. Wenn er da wäre, würde uns das irgendetwas bringen? Ich würde mal sagen, nein. Würde uns gar nichts bringen. Ja, wie kommen wir denn hier hoch, verdammte Scheiße? Es kann doch nicht so schwer sein. Wenn wir die anderen jetzt wegnehmen, dann reihen die sich alle da auf, oder was? Es bringt uns ja mal gar nichts. Was ist denn da hinten mit dem Kasperstein? Wofür war der denn da? Na, das gucken wir uns jetzt nochmal genauer an, wofür der da war. Und zwar wollen wir den Link doch jetzt nochmal ganz dreist eben hier draufstellen. Kann die Animation mal bitte hinne machen? Vor allem, was haben die denn da für komische liegende Männchen draufgemalt? So, wie ging das Lied? So, langsam kriege ich es dann auch wieder auswendig hin. Ah, verdammter Mist. Ich hab die Uhr vergessen. Die letzten Tage nur von Wii aufgenommen, da brauche ich keine Uhr. Und dann sowas. Wie lang haben wir schon... Sind wir schon dran? Naja, sagen wir mal, wir sind 3 Minuten dran. Ist grob geschätzt. Ist lieber ein bisschen mehr schätzen als zu wenig. So, dann machen wir bis 11 Minuten. Also bis 11 Minuten werden auf meiner 11 Uhr... ihr wisst Bescheid. So, okay. Jetzt haben wir das also wieder da drüben. Jetzt wollen wir doch mal gucken, was wir hier machen. Ihr denkt euch wahrscheinlich schon, mein Gott, ist er wieder doof. Es ist doch ganz klar, wie es geht. Ja, aber mir nicht, Leute. Ich bin ein kleiner, dummer Junge. Ja, und jetzt ist ja gar nichts passiert. Ah, toll. Ah, genau. Ist gar nichts passiert. Was ist denn, wenn wir jetzt den Stein erstmal dahin bauen? Jetzt haben wir wahrscheinlich gleich ein übelstes Problem, weil der Stein aus der Mitte abhaut und wir gar nicht mehr rüberkommen. Aber naja, wollen wir mal abwarten. Was passiert jetzt? Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Ja, nichts passiert. Ja, genau, der haut ab. Ja, genau. Na, hast du toll gemacht, Link. Und jetzt? Jetzt ist er weg. Was ist, wenn wir hier drauf gehen? Oha! Wie? Was für eine tolle Aktion! Auf gut Deutsch gesagt, wir können den Scheiß nochmal laden. Was sollen wir jetzt hier tun? Leute, ich resigniere an diesem Zeitpunkt und sage ganz einfach, wir machen beim nächsten Mal weiter. Gott, machen wir nicht. Wir machen natürlich in dem Part noch weiter. Ich wollte nur sagen, ich mache kurz einen Schnitt und guck nochmal, wie das geht hier. Weil mir fällt jetzt so spontan nichts ein. Ne? Müssen wir jetzt nochmal alles von neu und das... Nee, das machen wir nicht. Also ich guck nach, wie das geht und bis gleich.
Ja, Leute, hier sind wir wieder. Ich habe mal nachgeguckt, wie das geht. Achso, wir haben übrigens schon 5 Minuten hinter uns. Hat mich irgendwie erschrocken. Das geht so schnell heute, ich weiß auch nicht. Und zwar, folgende Sache ist Sache. Wir müssen uns hier hoch cheaten. Hätte ich natürlich auch von allein drauf kommen können. Ja, und es ist so einfach. Und ich habe gedacht, da muss man irgendwas machen mit irgendwelchen sonstigen Sachen. Naja, dem war wohl nicht so. Nächste Schwierigkeit ist jetzt, dass wir jetzt da oben hoch müssen. Auch eine sehr lustige Sache. Ja, genau. Auf jeden Fall müssen wir jetzt da oben hoch. Doch wie wir denn da hinkommen? Also es geht so, Leute. Es funktioniert so. Ich habe es in dem Video so gesehen. Es geht so. Ja, genau, ey. Roll mich doch um, Rollmops. Ja, hier, locker, da geht's. Okay, Leute, also. Ja, hier war the tricky. Lass mich in Ruhe, ey, wenn ich dich anvisiere, hier, stirb! Boah, ey, Hass! Jetzt hier oben hin. Genau. Ja, geht doch! Genau in die Kante rein. Ja, war mir klar. Ey! Freund Eule ist da! Ey, Kumpel, was los? Einmal draufhauen. Gibt's Eulenpastete heute Abend? So. Eine Fee. Haben wir nicht schon eine in der Flasche? Ne, haben wir nicht. Was haben wir eigentlich für einen Tag? Wir haben einen zweiten Tag. Genau, ihr wisst es noch. Also ich auch noch nicht. Ja, genau hier. Das waren nämlich die ganz Schlauen, ne? Ja, auf jeden Fall machen wir das nämlich jetzt hier noch nicht, sondern, ich hatte ja gesagt, wenn wir die behinderte Eule getroffen haben. Ja, genau, geh doch runter da. Ich wollte es doch gar nicht gucken, die Animation. Ja, genau, komm. Sondern wir spielen die Hymne der Zeit. Ne, rechts, unten. Damit wir den Tempel auch schaffen in den 3 Tagen. Also wir fangen wieder bei Tag 1 an. Sorry, Leute. Ich bin müde. Speichern und zur Dämmerung des ersten Tages zurückkehren. Ja, drück mal einfach mal ja, das machen wir. Da wollen wir hin. Das ist eine gute Sache. Ja, damit wir das... Ah, Gott, Moment, man musste die rückwärts spielen, um das, ne? Aus rechts, unten wird dann unten, rechts, okay. Diese Musik ist... Ich kann nicht singen. Ich weiß, dass ich nicht singen kann, Leute. Keine Angst, ich leide an keiner Überschätzung oder wie man das nennt. Nee, ich weiß wirklich, dass ich nicht singen kann. Es ist... Ich weiß es wirklich, so. Rechts, unten. Ja. Soll der Lauf der Zeit verlangsamt werden? Ja klar. So, jetzt ist Link wieder wie ich bin high. Ja, wie so ein higher Typ da. Jetzt das Lied der Schwingen. Wie ging das? Wo ist das hier? Zeig mir das Lied der Schwingen. Hallo, Lied der Schwingen. Lieder schwingen unten, links oben. Sehr schön. Link, du hast das Lied der Schwingen gespielt. Das hast du aber fein gemacht. Genau. Und zwar wollen wir jetzt zum Felsenturm. Einmal ja. Ein paar Minütchen haben wir noch. Und, so, jetzt hab ich mir extra mein Blatt zwischen gemacht. Ne, hab ich nicht. Wieso hab ich das? Ah, doch, ich hab doch hier was. Ja, da. So, der USB-Stick musste leiden. Jetzt wollen wir nämlich in den Tempel gehen. Ja, vorher nehmen wir noch eine Flasche mit, um jetzt gleich die Fee, die... Nee, wollte ich doch gar nicht. Hör doch auf mit so einem Quatsch, Link. Um nämlich jetzt die Fee, die hier haust, wenn denn noch eine drin haust. Ja, genau. Erstmal instant die Fee mitnehmen. Thank you, Link. Ja, das heißt, danke Link, danke Fee eher, ne? Ja, ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ziehen wir jetzt die Hasenohren an. Der Tempel ist, eigentlich geil, finde ich, aber ziemlich. Oh, was denn die Hasenohren? Wir müssen doch erstmal hier wieder alle Masken durchgehen. Ziemlich ätzend, meiner Meinung nach, also finde ich. Weil, wir wirklich dauernd mit der Elegie des leeren Herzens rumoperieren müssen. Und das ist einfach nur scheiße, ganz einfach. Ja, und ich kann das Lied immer noch nicht auswendig. Mensch, ey. Gedächtnis, wo bist du? Gedächtnis, hab ich dich. Wo ist das denn hier? Da.
Ja, ich glaube, wenn wir den Tempel durchhaben, werden wir dieses Lied im Schlaf summen können. Und zwar vorwärts, rückwärts und von der Seite. Erste Statue hier drauf. Also das geht mir wirklich, das geht mir echt auf den Nerv, diese Scheiße. Ja. Steht der jetzt da drauf? Ja, steht ja. Ich warne dich, wenn du weggehst, Link, ey. Ich warne dich. Vor allem sieht es total psycho aus, ey. Die ganzen Figuren, wenn die draufstehen, sind so psychokrank. Ja, guck mal, Leute, da sehen wir so ein Ding, damit können wir das umdrehen hinterher. Das brauchen wir auch noch. So. Ich versuche das jetzt alleine. Ja, ich hab's alleine geschafft. Sehr schön. Ich weiß zwar nicht mehr wie, aber egal. Oh, wie doof, ey. So. Ja, Mikau hat sich auch als Statue verwandelt. Jetzt kommt noch Rainer Kallmundsch. The stage is yours. Einmal drauf und spiel uns ein Liedchen. Ja. Ja, weiß ich doch. Boah, Leute, ich habe heute einen Vokabeltest in Englisch geschrieben, ne? Das war eine lustige Angelegenheit. Ich hatte nicht gelernt, weil ich keine Zeit hatte. Musste noch ein bisschen Mathe und Physik machen. Und ja, ein paar wusste ich. Die Lehrerin hat gesagt, sie wäre ganz schlau und hat einfach mal die Tests, ja, waren dieselben Tests, nur die Wörter waren halt anders, also anders angeordnet. Hat natürlich keiner durchblickt, ne? Nun gut, haben wir dann doch irgendwo alle durchblickt, aber für die Leute, die es nicht konnten, also ich hab's nicht gemacht, weil, nö, ich find's doof einfach, ehrlich gesagt. Also, ich muss erstmal erzählen, was überhaupt los war. Also, sie ist dann in der Pause rausgegangen, die Hälfte der Klasse hatte diesen Test verkackt. Und, ja, ganz, ganz viele ganz schlaue Jugendliche, Kinder, Schüler, whatever, sind dann in der Pause an das Pult gegangen und haben die Teste geholt. Ich meine, sie ist natürlich auch, also das als Lehrerin weiß ich nicht, scheint uns sehr zu vertrauen, aber, naja, man hat sie dann eiskalt verarscht, auf gut Deutsch gesagt, hat die Tests genommen und die richtigen Lösungen nochmal hingeschrieben. Ich habe da nicht mitgemacht, ich habe gesagt, erstens habe ich nicht gelernt und ja, wenn ich gelernt habe, dann da rumzufuschen, das ist auch nicht gut. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, lass mal einfach das, wenn es eine 4 ist, eine. Ja, genau, ich wollte dich doch gerade haben, was kommt denn hier rum? Wenn es eine 4 ist, ist es eine 4 und dann ist das eine 4 und dann habe ich da auch Pech gehabt, ganz einfach. So. Boah, Leute, ich hab keinen Bock auf den Tempel irgendwie, ne? Das ist ganz schlimm hier, der Tempel ist schlimm. Ich sag's euch, der ist echt schlimm. Was sollen wir denn jetzt hier überhaupt machen? Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Ja, Leute, die sind lustig. Die sagen, wir sollen hier unten hin, ne? Das sagen die. Die sagen, wir sollen hier unten hin. Ja, dann sagen die, wie wir haben keinen. Ah, wir haben keinen Kompass. Und dann sagen die, dann sollen wir, wenn wir vom Eingang kommen, nach links gehen. Da wäre. Ist Punkt 2. Frage ich mich, hab da ja toll gemacht. Können wir hier überhaupt rein? Ja, können hier rein. Ja, du Ratte. Kriegst erstmal instant direkt einen weg, so. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, guck mal einfach beim nächsten Mal weiter hier in dem Tempel. Weil wir machen jetzt den Cut und sagen, bis zum nächsten Mal, da kommt das Ding. Ciao!